da. So. Ah ja. Oh, alles klar. Jetzt weiß ich wieder, wer es ging. Oh, schön. Groschen, alles Mögliche. Nehmen wir alles mit. Wir gucken mal. Ist auch nichts geklaut, außer die zwei Dietriche. Den Ring können wir umtun. Ich sollte mich irgendwo mal waschen. Ich sehe aus wie Sau. Schön, dass der Hund mitkommt. Kann ich mich hier waschen? Wo ist eigentlich? Hilfe, ich muss hier wieder hoch. Wo ist eigentlich unser Brüderlein? Was ist das? Ja, wo ist er denn? Schönen Tag. Ja, was soll das? Musst du nicht arbeiten? Ich habe ein wenig frei. Ach ja, wie das? Hab mich mit der Spitzhacke verletzt. Grundgütiger Himmel! Geht es dir gut? Jawohl, hab nur so getan, als ob. Ich muss mich ausruhen. Also wirklich, irgendwann verletzt du dich doch und dann wird dir niemand glauben. Ja, so ist das. Und? Beißen sie an? Bisher nicht, aber bis zum Abend ist es noch eine Weile. Samuel, du musst mir helfen. Ach, Thea, ich will doch jetzt fischen. Keine Sorge, du musst dafür nicht weg von hier. Erinnerst du dich noch, als der Stollen überschwemmt wurde, in dem du gearbeitet hast? Ja, der war ganz schön tief. Als wir am Morgen darunter sind, stand das Wasser kniehoch. Meister Pfeiffer sagte, das passiert immer, wenn der Entwässerungsstollen höher liegt. Wir haben einen Sickerschacht gegraben, aber vergebens. Kannst du mir eine Karte mit dem Weg dorthin zeichnen? Hä? Wozu brauchst du die Karte denn? Ich sag dir die Wahrheit, vertrau mir einfach. Zeichne jetzt schon endlich die Karte? Vertrau mir einfach, Samuel. Es ist äußerst wichtig, eine Familiensache. War ja klar, wieder halbseitige Müllersgeschäfte. Kein Wunder, dass es all die Gerüchte über uns gibt. Gib her, dann zeichne ich dir die Karte. Ich will gar nicht mehr über diese Sache wissen. Gut. Hey, ich bleib noch eine Weile hier. Dank, du hilfst mir damit sehr. Habe ich die jetzt? Habe ich die jetzt oder habe ich die jetzt nicht? Woran sehe ich das denn? Karte, ich habe die Karte. Da, alles klar. Da und da kann ich runter. Okay. So, und jetzt gehe ich wo lang? Ach du Scheiße. Den ganzen Weg zurück? Dabei kann ich auch durchs Dorf gehen, oder? Ja. Sollte passen.
gesegnet vom Papst höchst selbst. Zur Abwehr von Geistern und... Ja, ne? Was sind das für Waren, die du da feilbietest? Waren, die Glück bringen. Oder Pech, falls gewünscht. Nach was verlangt es dir? Nein, warte, sag nichts. Ich weiß selbst, was dein Herz begehrt. Ich habe hier ein Amulett, das dich und deine ganze Familie ewiglich schützen wird. Mädchen wie ist du reißen so? Sich um so etwas. Stimmt das mit dem Amulett wirklich? Gewiss doch, ja. Ach, das letzte habe ich ja gerade eben verkauft. Aber ich habe noch etwas viel Besseres. Aha, was? Eine Karte. Sagt dir der Schatz von Scarlets etwas? Schatz von Scarlets? Nein. Meine Liebe, du solltest deine Eltern fragen. Sie haben bestimmt davon gehört. Doch niemand weiß, dass ich eine Karte habe, die zu ihm führt. Warum gräbst du doch nicht selbst danach? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich? Ein Mann des Geistes? Ha! Um weltliche Güter schere ich mich nicht. Klar, darum wird's auch gut gehen. Für ein paar Groschen gehört die Karte dir. Wenn sie wirklich zu einem Schatz führt, kann ich nicht Nein sagen. Ich kriegst 15. Wie wär's damit? So kriegst du mich nicht rum. Nö. Ich zahle dir 16. Das ist zu wenig. Komm wieder, wenn dein Geldsäckel voller ist. Hä? Nun, die Karte. Ja, willst du sie haben? Immer noch. Wenn sie wirklich zu einem Schatz führt. Okay, hier, 15. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Ja. 17,5, ich sag 16,5, ja? Oder komm, wir sagen 17. Hier die Karte. Na dann, viel Glück. Ja, wehe, wehe, die ist nichts wert. Wo ist die Karte? Dein Blähbauch bereitet dir Kummer? Dann greif zu diesen Scarlets? Mirakulösen Kräutern aus dem fernen Orient. Heilsam für dich und auch für dein Vieh. Gestützter Baumstamm? Jetzt ist die Frage, wo ist hier nur Süden? Da steht hier nirgends so, ne? Und gewahrt ein. Okay. Was könnte das denn sein? Das da? Der See hier? Hä? Ich guck noch mal. Ja, es sollte da sein, oder? Da ist der dicke... Hört her! So, das ist die große Brücke. Hier. Also diese Brücke ist auf jeden Fall eingezeichnet. Scheiße, ich muss noch mal gucken. Das ist die Brücke. Die gefragtesten und magischen da unten ist die Brücke, dann das ist das da unten die, das Sägewerk mit dem Qualm. Zauber. Nur heute ausnahmsweise okay. Für 10 Groschen das. Das ist das hier da, das ist das mit dem Qualm. Ich
sehe aber nirgendwo einen umgestürzten Baumstamm oder irgendwas. Mist. Und daher geht der Fluss die einmal nach links und einmal nach rechts und das sind umgefallene Bäume. Und Armreife gegen böse Zauber. Hör auf zu quatschen, nur heute, Mann. Ausnahmsweise für 10 Gott. Hier ist auf jeden Fall das Ding, das muss hier sein. Dann mache ich hier mal ein X hin. Da irgendwo soll ich einen Schatz finden. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich jetzt noch weit von entfernt. Aber nun gut. Was für ein Tag. Ein sehr ereignisreicher Tag, den wir hier erleben. So. Wer war das denn? Wo bin ich jetzt? Hier bin ich wieder. Kann ich ein Pferd haben? Okay. Nein, ich wollte das Pferd nicht hören. Wo ist mein Hund? Wie sieht es denn mit dem Hund aus? Wir haben einen Hund, auf dem kann ich leider nicht reiten. Der hat nur noch neun. Ah, warte mal. Braver Junge. Ich lass dich gleich da mal suchen. Der muss auf jeden Fall mitkommen. Boah, ich. Soll ich mal ein Päuschen machen? Dann gehen wir mal. In die Richtung könnten wir. In die Richtung will ich gar nicht rausgehen. Ich muss in die Richtung rausgehen. In die Richtung geht es nämlich auch raus. Kann ich hier noch irgendwas machen? Ich muss mich mal waschen hier. So. Sieht schon die ganze Zeit aus wie sonst was. Wie Nachbars Lumpi. Ist das denn? Die Frau des Deutschen. Guten Tag, wie kann ich helfen? Weiß ich nicht. Was gibt es Neues im Dorf? Heute Abend ist ein Tanzfest. Schon wieder. Gibt es denn nichts anderes, womit man sich amüsieren kann? Erntedankfest, Pfingstfeierlichkeiten, Reigen, Kirche und wieder Tanzfest. Wie soll man sonst Spaß haben? Soweit ich weiß, finden in Ratei zuweilen Turniere statt. Dort kann man starken Männern in glänzenden Rüstungen beim Kämpfen zuschauen. Mhm. Bestimmt ein schöner Anblick. Warum gibt es so etwas nicht manchmal auch bei uns? Herr Ratzig ist schließlich der königliche Hauptmann. Aber für ein Turnier braucht man Ritter. Und in Scarlets gibt es nicht viele. Also bei Herrn Hanuschs Turnier in Ratei kämpfen sogar Gemeine. Selbst Männer von hier dürfen teilnehmen. Oh mein Gott, sag das nicht so laut. Wenn meine Brüder davon hören, haben diese Waagehälse nichts anderes mehr im Kopf. Das würde wohl nicht nur ihnen so gehen. Dieser Heinrich zum Beispiel. Dauernd fuchtelt er wie wild mit dem Holzschwert herum, als würde er sich für einen Kreuzzug wappnen. Aber eines wäre interessant zu wissen. Wer hier aus dem Dorf würde wohl gewinnen? Heinrich würde gewinnen. Wie du sagtest, er übt immer mit dem Holzschwert. Und außerdem ist er der Sohn des Schmieds. Die hämmern den ganzen Tag und haben sehr viel Kraft. Meinst du wirklich? Nimm's mir nicht übel, aber ich finde, Heinrich ist nicht der Hellste. Und besonders fleißig hämmern tut er auch nicht. Genug über Turniere geplaudert. Ich muss jetzt langsam los.
Leb wohl. So, so. Ich weiß nicht, ob ich nochmal zum Heinrich kann, aber ich würde jetzt gleich erstmal einen Cut machen. Wir schauen jetzt noch einmal nach dem Schatz. Und die Aufgabe mit der Mine machen wir beim nächsten Mal. Das werde ich jetzt nicht mehr in Angriff nehmen, aber nach dem Schatz möchte ich nochmal gerne gucken. Und dafür muss ich noch ein bisschen laufen. Aber ich könnte theoretisch schon mal jetzt hier auf die andere Seite. Ich kann es auch lassen. Wir können auch hier lang gehen. Nee, hier lang können wir nicht gehen. Doch, können wir. Aber wo laufe ich denn lang hier? So. Da qualmt es tatsächlich überall. Was machen die da? Was verbrennen die denn da alle? Was haben wir denn hier für eine Holzwirtschaft? Sind das alles Holzfäller? Die irgendwas verbrennen? Ich meine, so viel Qualm, das ist ja nicht einfach nur ein Schornstein oder so. Das scheint ja richtig dicke Lagerfeuer zu sein. Ich bin auch nicht sehr sportlich, aber wie sieht es denn nicht aus hier mit, kann ich irgendwas? Irgendwas? Nö, schade. Ja, Hundeflüsterer 13. Wirksamkeit 51. Wo ist er? Hund. Sieh mal, hier. Was ich für dich habe. Ganz lecker. Ganz lecker und schon halb verjammert, ne? So. Dann flitzen wir mal wieder ein bisschen hier. Durch unseren eigenen Hof. Rüber, rüber. So, ich gehe auf jeden Fall richtig. Hier liegen volle Äpfel rum. Okay. Wo ist mein Hund? Komm mal her. Komm mal her. Ja, wo ist er denn? Aber Junge. So ist's recht. Wie weit haben wir noch? Gleich lasse ich den mal suchen. Vielleicht findet er den Schatz. Sagt die Karte. Ach, jetzt sind wir hier, wo wir hin müssen. Das ist ja ganz hervorragend. Das möchte ich jetzt aber noch gar nicht. Ich will jetzt erstmal nach diesem Schatz hier suchen. Hundi kommt mit, das ist gut. Kein Schimmer, wo ich hier lang gehe. Einfach mal querfeldein, da unten ist auch ein Schmied. Das sah zumindest so aus. Versuch einfach mal gerade darauf zuzugehen. Was haben wir denn hier? Oh, hier laufen aber viele Pferde.
So, hier ist der Teich. Und jetzt bin ich quasi da, ne? Hier soll das irgendwo sein. Hund, komm mal her. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Such mal. Also das sieht hier sehr gut aus. Da ist dieser eine Baumstumm, der andere ist eingezeichnet hier. Hat das Hundi was gefunden? Nee. Ich glaube schon, dass das hier ist. Hier sehe ich keine umgefallenen Bäume mehr. Ich gucke nochmal auf die Karte. Sonstiges. Neben dem, hinter dem ersten Baum auf der Seite. Was er hat, was der Hund. Was denn? Spitze, das ist nicht der Weg. Also es muss schon irgendwo hier sein. Ein guter Hund bist du. Ich lob ihn nochmal. Und dann soll ich nochmal so. So ist's recht. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Such. Komm schon. Oh, warte, er hat was. Hast du nicht gerade irgendwo begraben, Hundi? Hier gerade was versteckt.
Oh. Ich glaube, ich hab's gefunden. Oh, 100. Das sieht gut aus. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn das jetzt hier der Schatz ist. Groschen, wir haben 17 bezahlt, macht auf jeden Fall einen Gewinn. Und damit haben wir diesen Schatz erledigt. Wir können wieder zurückgehen. So, was mir hier irgendwo auf dem Weg. Okay, und ich würde sagen, ich speichere jetzt hier und beim nächsten Mal gehen wir dann die Sache mit dem Silber an. Ja, ich hoffe, es ist ein etwas entspannteres Let's Play, zumindest entspannter als das letzte bei Faris. Gut, kann man jetzt auch nicht miteinander vergleichen. Mir macht's Spaß, ich hoffe, beim Zusehen macht's auch ein bisschen Spaß und ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, gehabt euch wohl. Tschüss.